Sie kämpft halt für uns, für sich, für alles. Ja, Wiebke hat mich zum besseren Menschen gemacht. Ich möchte meine Kinder so lange wie möglich begleiten, meine Enkel kennenlernen. Wir setzen alle unsere Hoffnung in die Forschung. Irgendwann wird es Hilfe geben. Ich muss nur so lange durchhalten. Mein Name ist Wiebke Brach. Ich bin 43 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und 4 Kindern auf einem Dorf bei Wolfsburg. Seit 4 Jahren bin ich an ALS erkrankt. Mittlerweile sitze ich im Rollstuhl und kann kaum noch sprechen. Ja, mein Name ist Malte Brach, ich bin 45 Jahre alt und Wiebkes Ehemann. Wiebke hat selber bei sich beobachtet, leichte Ungeschicklichkeiten, ist auch irgendwo gegengehauen mit der Hand und haben noch drüber gescherzt. Und irgendwann ist eben aufgefallen, dass sie die Füße eben nicht mehr richtig bewegen kann. Hat also sehr auf ihren Körper geachtet und hatte dann den Verdacht, dass was nicht stimmt, ist damit zum Arzt gegangen. Und dann haben wir ja Ende November so eine Verdachtsdiagnose nach dem MRT bekommen, dass das wahrscheinlich ALS ist. Mein Mann hat mich zu allen Terminen begleitet. Ich hatte nach dem Verdacht sehr große Angst. Ich kannte Stephen Hawking und die Ice Bucket Challenge. Wusste, was diese Krankheit bedeutet. Das war ein sehr angespanntes Weihnachten. Ich habe als ehemaliger Krebspatient mich für mein Leben, hatte ich viel Zeit drüber nachzudenken, wie das so ist, falls man stirbt. Und daher war meine Gedanken, die sicherlich anders sind als Wiebke, die haben da auch eine Rolle gespielt, weswegen das für uns eine ganz schwere Zeit war, damit umzugehen. Also ich war auf jeden Fall traurig, weil ja, dann. Und irgendwann, wenn ich dann auch so bei Freunden war, war ich danach immer traurig, weil dann habe ich gesehen, naja, bei denen ist das anders. Da kann die Mutter noch, was weiß ich, gehen, essen, machen, alles. Vor meiner Erkrankung habe ich den Alltag mit den Kindern und den Haushalt übernommen. War immer in Bewegung. Ich habe gerne gebacken und für die Kinder genäht, gestrickt und gestickt. Im Kindergarten habe ich einmal die Woche mit 2 Gruppen gesungen. Zur Zeit der Diagnose war nur mein linkes Bein spürbar betroffen. Es stellte sich heraus, dass auch die Zunge und der linke Arm Symptome zeigten. Das war im Januar 2018. Ende dieses Jahres ging ich im Haus am Rollator und außen musste es ein Rollstuhl sein. Zur Physiotherapie, ja, durch die Spastiken und Krämpfe und ja, einfach durch die Haltung ist es für uns wichtig, dass Wiebke viel Bewegung bekommt und einfach ja, die Muskeln, Gelenke bewegt werden. Wow, was hast du genommen? Die betrifft halt das motorische System, also ausschließlich das motorische System. Da ist die Funktion der Augen vorhanden, da ist das Hören, das Schmecken, das Riechen. Diese Funktionen, die funktionieren alle noch. Auch das Berührungsempfinden ist vorhanden, das Schmerzempfinden ist vorhanden, Blase, Darm, alles funktioniert, nur die Muskeln nicht. Und wenn wir dann mal an der Sprossenwand stehen, und es 20 Mal geklappt hat, hoch, runter und zur Seite und das nächste Mal nicht, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Ja. Aber am meisten klappt es. Also, ich brauche sie nicht zu motivieren, sie ist motiviert. Physiotherapie ist so wichtig, wenn man sich nicht mehr richtig bewegen kann.
Ich bin froh, dass ich gleich zu Beginn der Erkrankung begonnen habe und meine Physiotherapeutinnen gefunden habe. Wir konnten zusammen in die Krankheit hereinwachsen. Ihr macht tolle Arbeit. Danke. Und als dann irgendwann auch das mit dem Chor nicht mehr funktionierte, das Singen nicht mehr, das Sprechen nicht mehr, das waren ganz, ganz schwierige Momente, wo wir dann eben auch gemeinsam durchgegangen sind. Das haben wir ganz praktisch gemacht. Ich habe gekocht, meist auch Sachen, die Wiebke sich gewünscht hat, und Wiebke hat dann nachher aufgeräumt. Das mache ich nicht so gerne. Aber das war die Arbeitsteilung, das hat beiden gut gefallen. Den Essroboter vor. Das ist ein wunderbares Gerät. Da kann Wiebke selbst entscheiden, aus welchen der Fächer sie was essen möchte. Da muss sie nicht darauf angewiesen, dass jemand anders ihr das anreicht. Kann sie Tempo und sowas selbst bestimmen. Das ist also ein tolles Gerät. Wir haben uns sagen, das ist relativ neu, also nicht so verbreitet. Solange wie man schlucken und kauen kann, funktioniert das sehr gut. Und es gibt eine große Menge Eigenständigkeit zurück. Und den Rest macht das Gerät dann auf Wiebkes Kommando alleine. Langsam wir essen alle. Ja, manchmal ist es schon doof, dass Mama dann nicht sprechen kann, sondern mit dem Sprachcomputer das erst alles eintippen muss. Ja, ich habe dann verstanden auch, dass es ihr hilft, dass es gut ist. Dass es schade ist, dass sie es braucht, aber dass es gut ist, dass es das gibt. Ich möchte behandelt werden, wie vor meiner Krankheit. Viele haben Berührungsängste und behandeln mich von oben herab. Dabei fehlen mir nur Muskeln. Alle meine Sinne funktionieren einwandfrei. Ich lese oder höre oder schlafe in der Mittagspause. Ist ja manchmal auch ganz schwer zu sehen, dass Wiebke eben ganz vieles nicht mehr kann, was früher ganz toll ging, ist das eine Sache, die ganz viel Kraft kostet. Aber da geben wir nicht auf. Und weil Wiebke auch immer so viel positive Energie hat, das freut uns alle und gibt uns viel Kraft. Durch die tägliche Pflege kann ich mir keine Scham leisten. Wenn neues Personal kommt, muss ich mich von eigentlich Fremden an intimsten Stellen berühren lassen oder sitze in der Dusche nackt vor ihnen. Mir ist es am liebsten, wenn mein Mann mich wäscht oder auf Toilette abwischt. Er kennt mich am besten. Und im Moment stehen wir diese Woche zum Beispiel ohne Pflegekräfte da, haben immer mal die Chance, dass ein paar Stunden abgedeckt werden. Und das ist für uns natürlich eine Belastung, auch die Perspektive nicht zu kennen. Dass das eine Sache ist, die ja im schlimmsten Fall, wenn ich alleine übernehme, nach 6 Hexenschüssen dieses Jahr, bringt mich das auch an meine körperlichen Grenzen. Und das ist für uns eine sehr extrem schwierige Situation, unter der sicherlich auch viele andere Leute in Deutschland leiden. Ich bemühe mich, das zu sehen, was ich noch kann. Das ist nicht immer einfach. Ich kann noch mit Hilfe stehen, laufen und Stufen steigen, frei sitzen, atmen und schlucken. Wollt ihr mit mir Fotos angucken? Ja. Das war im Legoland in Dänemark, war das. Da waren wir im Legoland. Das waren Ziegel. 2015 war das. Also das ist Mama, da ist Paul und da ist Johann. Jetzt hier nochmal dasselbe. Johann, Paul und Mama. Durch die ALS bin ich zum Zusehen verdammt. Früher haben wir oft etwas unternommen. Ich bin körperlich aktiv gewesen. Habe mit den Kindern Fahrradtouren gemacht, war joggen oder Inliner fahren. Bum bum bum, tschuk bum. 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 When the night has come, and the land is dark.
ich habe das ja auch auf meinem MP3-Player drauf. Also ich höre das schon öfters. Und ich finde es halt immer schön, Mama so singt zu hören. Aber manchmal bin ich dann auch traurig, weil ja, das halt Vergangenheit ist. Aber es ist ja schön, trotzdem. Ich habe immer Musik gemacht, Blockflöte im Ensemble gespielt, mir Gitarre und Klavier beigebracht. Seit ich 16 war, habe ich in Chören gesungen. Also sie strahlt meistens und sie strahlt einfach so Freude aus. Das ist so schön. Sie sieht in allen Menschen das Gute auch und sie hat für alles eine Lösung oder eine gute Idee. Ich wusste, dass du mit ALS betroffen warst. Das war ganz, als ob du es schlagartig gekriegt hättest. Da bist du ja, wo Helena und ich mit dir mal seelenruhig zum Kindergarten sind, plötzlich hingefallen. Genau, das war in der Anfangszeit auch sehr schwierig. Da hatte Wiebke, dann wusste das auch schon. Da ist sie auch einfach mal hingefallen. Also das hatten wir häufiger. Am Anfang waren es ja erst die Ungeschicklichkeiten. Dann haben wir so ein paar Unfälle gehabt. Am schlimmsten ist der Gedanke, die Kinder zu früh zu verlassen. Kinder sollten sich keine Sorgen um ihre Eltern machen. Ich hätte ihnen eine unbeschwerte Kindheit gewünscht. Ich sorge mich um sie, nicht um mich. Das zeigt sich ja an anderen Themen, wenn man dort mehr forscht und die Entscheidungswege verkürzt, dann steigt ja die Chance auf ein Medikament, was auch wirklich den Verlauf verlangsamt, stoppt oder vielleicht dann auch rückgängig machen kann. Die Chance steigt dann ja einfach. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir auch lange genug durchhalten, um das noch zu erleben. Mir ist es wichtig, über meine Erkrankung aufzuklären. Sie soll mehr Menschen bekannt werden, damit mehr Druck entsteht, ein Heilmittel zu finden. Und ich freue mich auch Samstag, dann wollen wir Basketball anschauen sehen und da freue ich mich auch drauf. Wiebke macht mich glücklich, immer. Wir haben fast 20 Jahre lang auch nie gestritten. Einfach weil wir harmonisieren und Wiebke ist eine Wiebke kümmert sich um andere Menschen. Sie hat ein gutes Herz. sie liebt ihre Kinder über alles und sie kämpft für sie. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Mama eine Kämpferin ist, weil also sie hat einen sehr langsamen Verlauf und sie versucht so viel wie möglich zu machen und sie kämpft halt für uns, für sich, für alles. Grundsätzlich sehe ich alles positiv. Jedenfalls versuche ich es. Meist gelingt es mir. Natürlich gibt es Momente, in denen ich verzweifelt bin. Die verbiete ich mir aber schnell wieder. Ich möchte meine Kinder so lange wie möglich begleiten. Meine Enkel kennenlernen. Wir setzen all unsere Hoffnung in die Forschung. Irgendwann wird es Hilfe geben. Ich muss nur so lange durchhalten. Musik.
So, nachdem wir euch ein bisschen was aus unserem Leben mit ALS gezeigt haben, hoffen, dass ihr ein bisschen mehr über die Krankheit, über das Krankheitsbild und unseren Umgang damit wisst, würden wir uns freuen, wenn ihr euch, wenn ihr auch ein bisschen kommentiert. Habt ihr Fragen? Seht ihr das mit dem Gesundheitssystem genauso? Gebt Anregungen, stellt Fragen in den Kommentaren und guckt euch auch gerne weitere 37-Grad-Sendungen an. Danke euch.